Jede Woche die besten Angebote im Sale. Checkt gerne mal den Link in der Videobeschreibung ab. Spart zusätzlich noch 3% mit dem Rabattcode FIFABROT. Die perfekte Ecke in FIFA 22. Ihr habt noch Probleme bei den Eckbällen. Schlagt den Ball einfach random in die Mitte und werdet viel zu oft ausgekontert. Hier in diesem Video habe ich eine sehr starke Eckballvariante, die wo oft zum Tor führt. Falls du noch Probleme mit dem perfekten Time Finish oder auch dem Passspiel in FIFA 22 hast, check auf jeden Fall die Infobox ab. Falls du neu bist, gerne ein kostenloses Abo droppen für weitere Tipps, Tricks, Tutorials, alles rund um FIFA. Die perfekte Ecke, um mehr Tore zu schießen, ist extrem easy zum Ausführen und kann jeder von euch machen. Vom Eckball aus könnt ihr den Ball direkt zu dem Spieler spielen, der wo am 16er steht, ladet dann 4 bis 5 Balken auf, zielt in Richtung vom zweiten Pfosten und flankt den Ball rein. Ihr könnt den Ball auch kurz spielen und spielt dann den Pass zum Spieler, wo am 16er steht. Beide Varianten funktionieren super gut. Wenn ihr den Ball direkt spielen wollt, einfach passen, komplett aufladen, wie ihr es hier in Slow Motion seht. Ball kommt dann zu Kanté. Hier könnt ihr auch nochmal auf die Balken achten. Habe ich auch nochmal eine Slow-Mo eingebaut. 4 bis 5 Balken Richtung zweiter Pfosten zielen und das Ding kommt perfekt. Der Spieler am zweiten Pfosten steht so gut wie immer frei und es wird einfach eure Effektivität bei den Eckbällen um einiges steigern. Der Ball in den 16er kommt mit einer ganz normalen Flanke, sprich Viereck. Was ihr unbedingt noch einstellen müsst bei Taktiken ist ein Balken bei Ecken. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen Video etwas weiterhelfen. Falls ja, lasst gerne Support auf dem Video da. Ich bin dann erstmal raus, wünsche euch noch einen entspannten Tag. Macht's gut, ciao, ciao.